Hallo und herzlich willkommen zurück zu Space Engineers. Ja, in der letzten Folge haben wir festgestellt, dass diese Bohrer hier nichts taugen. Also habe ich gedacht, lass die mal da stehen, obwohl den großen wollte ich noch da hinter diesen Bergkamm stellen, weil der nimmt hier zu viel Platz weg. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen was an Erzen gesammelt. Ihr seht, wir haben da ein bisschen Gold, 964 ist es noch immer ein bisschen da drin. Ja, das klingt ein bisschen wenig, aber tatsächlich ist das das Ergebnis aus etwas über 200.000 Golderz. Dann haben wir ein bisschen Eisen, Erz und mittlerweile auch Barren. Was haben wir sonst noch? Uranium, ja, das hatte ich ja schon vorher gesammelt. Platinum haben wir auch gesammelt. Silber haben wir gesammelt. Ja. Denn mein Ziel ist, ich möchte gerne jetzt, ihr seht da hinten schon, da komme ich gleich drauf zu. Ich würde, das könnten wir eigentlich auch mal so langsam bauen, aber erstmal mein Plan, ich würde gerne jetzt mit einer großen Station anfangen. Eine mit viel Raffinerien, mit vielen Montageanlagen. Damit wir fleißig produzieren können, das geht mit dem kleinen Ding hier ja nicht. Und damit wir ein bisschen vorankommen, habe ich beim Rat für Schiffbrüchige angefragt. Und die haben mir ein Schiff finanziert mit minus 780 Zinsen, Prozent Zinsen. Und ja, das Teil wollte ich schon immer mal haben. Das ist jetzt nichts Besonderes, das ist einfach nur so ein Cargo-Teil, so ein Fracht-Dingens mit so einem kleinen Hangar hier. Da kann man dann so ein, weiß nicht, so ein Frachtschiff, kleines Frachtschiff oder so ein Mining-Schiff reinbauen. Drin landen. Reinbauen, ja, nee, ist klar. Es gibt ein paar Dinge, die verstehe ich hier noch nicht. Und zwar, das Schiff gucken wir uns irgendwie wann später nochmal an. Ich wollte da jetzt nicht so lange drauf eingehen. Wir haben hier unten eine komische Konstruktion. Dieses Landing Gear, das würde ich ja vielleicht noch verstehen, dass das da irgendwelche Objekte oder Schiffe dann da in der Bay festhält. Aber was das Zeug hier soll, weiß ich nicht. Guck mal, wir haben hier auch ein Fahrwerk. Ich weiß nicht, wieso das da ist. Ich weiß auch nicht, was diese Sammler hier sollen, um ehrlich zu sein. Egal. Als erstes, was ich jetzt als erstes mal mit euch mache, ist das Teil hier umparken. So schön es ist, leider macht es hier wenig Sinn. Ich habe festgestellt, das ist schon relativ groß, was ich da gebaut habe. Guck mal, das Teil, was daneben steht, das große Raumschiff, ist ungefähr so groß wie das hier. Mein Bohrer. Was wir dann natürlich auch noch brauchen, um effektiv bauen zu können, ist halt eben so ein Bauschiff. Aber eins, das dieses Mal etwas besser funktioniert. So, passt. Bleib schon stehen. Parkbremse drin. Okay. Ja, der wird sich schon ausrollen. Und das Teil steht eigentlich auch so ein bisschen im Weg, aber das ist okay erst. Ja, der Bohrer hat sich allerdings sehr gut geeignet für gewisse Erze, die halt eben relativ tief in der Erde sind. Da habe ich hier zum Beispiel Platinum gefunden und ich habe das Gefühl, je tiefer die sind, die Erze, umso ergiebiger sind die. Ich habe nämlich das Gold, was wir da gefunden hatten, was irgendwie 200 Meter tief war oder so, das war einfach nur ein einziges riesiges Goldvorkommen
Und da habe ich auch mit Schnelligkeit diese 200.000 Golderz vollgekriegt. Was will ich jetzt eigentlich machen? Auf jeden Fall die Station, aber wie gesagt, ich würde gerne das Teil hier, das tue ich auch mal weg. Das ist schon halb kaputt wieder. Hier drauf. Ups. So. Passt. So, Small Vessel. Bauen wir doch mal eins hier hin. Und jetzt macht es natürlich Sinn, wenn ich ein paar Utensilien dabei habe. Glücklicherweise ein bisschen was hiervon. Oh, jetzt weiß ich schon, was mir... Ach, verdammt. Okay, nee, wir haben hier noch ein bisschen was. Produktion und die Produktion muss hier mal ganz dringend ein bisschen davon her. Mach du mal. Ansonsten Anzeige können wir auch mitnehmen. Fangen wir damit jetzt erstmal an. Auf jeden Fall Kriegsschiffe und so, das werde ich mir alles selber erbauen. Wie gesagt, diese Bohrer, das war eigentlich nur ein Test. Ups. Nehmen wir das jetzt einfach mal so hin. Viel hat es ja nicht gekostet. Oder viel hätte es nicht gekostet. Jetzt muss ich mal ganz kurz innehalten und überlegen, wie ich das dann machen will. In der Mitte auf jeden Fall ein Cockpit, das macht schon Sinn. Aber machen wir das so wie da wieder, dass wir erst hier eine Reihe mit Komponenten machen und obendrauf das Cockpit? Man weiß es nicht. Ich packe mir jetzt hier einfach mal so eine Leiste voll. Nehmen wir die hier. Was war das denn nochmal? Das war... Nee, hier. Was brauchen wir noch? Das hier auf jeden Fall. Sowas hier wahrscheinlich auch. Frachtzeug, Conveyor, Fließsystem haben wir auf jeden Fall auf einer anderen Leiste. Ein Reaktor. Gyroskop. Und Triebwerke. Aber da bei den Triebwerken schauen wir später nochmal. Erstmal klatsche ich das jetzt hier drauf. Computer fehlt. Haben wir hier noch welchen? Computer? Hier. Nicht viel. Aber okay, erstmal ein Panzerglas. Brauchen wir, glaube ich, noch mehr von. Wenn wir nichts mehr drin haben.
mal so 100 Stück von. Computer 200 Stück von. So. Hier würde es Sinn machen, das Teil dran zu bauen, und zwar nicht so rum, so rum. Obwohl, dann hätten wir nur ein, nee, das ist auch doof. Das funktioniert so nicht. Ja, habe ich eine Zeit lang nicht mehr gespielt und jetzt fehlen mir schon die Ideen. Wir machen das hier erstmal weg. Und wie heißt das? Wälder. Medium, fahr hier. Ich glaube, wir nehmen erstmal hier Medium. Okay. Dann könnten wir im Prinzip versuchen, am besten einen mittleren Frachtcontainer. Hier hinten noch so ein Schlitz drin. Komisch. Kommen wir denn hier? Wie würde der denn aus? Sieht aber irgendwie spannender aus, muss ich einfach mal sagen. Okay, der hat mittlere Entfernung. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Bauen wir den dahin. Und den da dran. Obwohl, das machen wir erstmal weg. Wir wissen ja, dass das da dran kommen soll. Hier würde jetzt auf jeden Fall Sinn machen, ein Reaktor. Was? Ich nur? Hatte der nicht mal zwei Seiten? Hey, bin ich jetzt blöde? Nee, der hat nur eine. Okay. Platzieren wir den direkt mal hier. Dann muss der Quatsch hier noch verbunden werden. So.
Obwohl, komm, wir machen mal hier so ein Fließband rein. Und so ein, wie heißt es, Conveyor. Nein, das ist definitiv der falsche. Der kleine Förderband. Da ist Förderband. So. Der Gyroskop. Und da rein. Da wo es rein fehlt. Müssen wir wahrscheinlich herstellen. Was fehlt denn hier? Silizium, okay. Das macht aber erstmal nichts. Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Dann stellen wir erstmal Stahlrohr her. Und müsste ein bisschen was an Silizium fertig sein. Bitte Computer herstellen und die Dinger wieder. So. Das haben wir. Was ich jetzt noch machen kann, ist mal Uran barren, damit das Teil schon mal läuft. Bevor. Wie viel braucht er? 3. Ui, das ist wenig. Nehmen wir doch hier locker hin. Obwohl, wir kommen wahrscheinlich gar nicht mit einem aus. Wir brauchen mehrere. Aber die können wir hier oben dann platzieren. Die Generatoren. Wir brauchen definitiv mehrere. Das Teil soll auf jeden Fall nicht schnell fliegen. Dass hier hinten keinen kleinen Schlitz. Ich weiß nicht, was das für ein Schlitz sein soll. Tja, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Und frage den mal. Ne, passt nicht da rein. Oh. Ja, mit Arbeitsspeicher habe ich im Moment ziemliche Probleme. Irgendwie. Mit Space Engineers. So, Entschuldigung. Weiß nicht wieso. Okay, tun wir dann hier erstmal die Reaktoren rein. Obwohl, wenn ich jetzt speichere, machen wir ganz kurz einen kleinen Cut. So, da sind wir wieder. Okay. Ich habe hier, ja, ihr seht, nichts Besonderes. Ziemlich hässlich. Aber wir gucken mal kurz, ob das... Kann gar nicht fliegen.
schließlich fehlt ja was. Ja, ich konnte das speichern, das hat eben nicht wirklich funktioniert. Und ja, darum muss ich alles wieder von vorne machen. Ihr seht, das da steht auch noch da. Aber egal. So, jetzt wollen wir erstmal hier Truster. Ups. Und wir brauchen dafür wieder ein paar Komponenten. Ey, wird das hier jetzt sogar passen? Einmal so. Oh. Da war ja was. Aber viel brauchen die, glaube ich, nicht. Ich weiß gar nicht. Für eins, das passt. So, jetzt schauen wir doch mal, ob der Klotz liegen kann. Wir haben aktuell ein Fahrwerk, das sollten wir am besten noch. Regeln. Entregeln. Sehr schön, das bewegt sich schön langsam, so wie ich das haben möchte. Hier eins dran, hier eins dran, eben zusammen. Oh. Passt. Das sieht aber auch ganz schön hässlich aus. So aggressivst hässlich. Dann machen wir jetzt den Bautest. Das machen wir erstmal. Ich merke gerade, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Das Teil macht auf jeden Fall Sinn, würde ich sagen. Die Frage ist nur, wo klappen wir das jetzt dran? Ich würde sagen. So.
Und oh, wir haben keinen Sauerstoff. Dingens. Macht aber auch erstmal nichts. Obwohl, was ist das denn? Ist das das Oxygen Cockpit? Es gibt doch irgendein Cockpit. Ist das, glaube ich, nicht. Ob ich das Interior Trunk ist das? Aber ich mache damit jetzt gar nicht kaputt. Okay, die stehen noch. Nee, muss ich doch hier. Oxygen. Sehr schön. Und die Kamera. Man hätte das eigentlich auch hier drunter machen können, aber das macht, ist mir jetzt egal. So. Wir machen dann das Fahrwerk zur üblichen Fahrwerkgruppe. Die Small Thruster auch. Ich weiß gar nicht, ob ich das brauche, dieses Verriegeln und Entriegeln. Eigentlich reicht immer nur dieser Sperrschalter. Egal. Oh, wir sinken ab. Wir sind auch überladen. Ja, wir brauchen noch einen. Funktionieren. Ich weiß, es ist falsch rum. Gerade nach unten, das heißt, ich muss die Leertaste drücken. Eigentlich müsste ich ja nach oben gucken. Wo war das eigentlich gedacht? Wäre das so korrekt? Oh. Oh, ich bin auf Kopf. Sehr schön, dann mache ich jetzt hier noch die beiden Generatoren dran. Reaktoren meine ich natürlich. Stahlrohr. Der Quatsch hier. Hab ich da dran? Schade. So, Stahlrohr haben wir ganz bestimmt keines mehr. Glaube ich.
mittlerer Fracht. Schalter. Oh, ich bin zu schwer. Ich bin zu schwer. Nützt nichts. Wir haben vorne ja schon 4, dann machen wir hinten noch auf 4 hoch. Und hier unten, wie machen wir das? Naja, nehmen wir erstmal den Computer weg. Der Klotz. Wenn wir 6 hier nach oben gehen. Echt immer noch nicht. Schade, ich dachte, das würde reichen. Naja. Wird's halt noch ein Tacken hässlicher. Ups. Ja. Verdammt. Probieren wir es einfach mal. Das sollte auf jeden Fall funktionieren, das weiß ich. Weißt du, dass du mir auf den Keks hier gehst? Verriegel es. Ich will das nicht verriegeln. Das Fahrwerk. Weißt du was, du kannst mich mal. Kann's das denn sein, dass das Teil jetzt so hässlich wird? Leute, wisst ihr was? Ich schmeiß den ganzen Scheiß über Bord und baue ein neues Teil. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen.
Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, tschüss.